Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Wir sind wieder ein kleiner Rostbollenhaufen, keine Ahnung. Ja, und sind jetzt hier im Keller des idyllischen Bauernhofhauses irgendwie angekommen. Und dann gucken wir uns ein bisschen um. Eventuell können wir irgendwas Cooles finden. Ja, guck mal, Qualitätswerkzeug. Das nehmen wir trotzdem mit. Wir werden dann oben natürlich gleich chillen. Und es ist echt die Frage, wie lange wir hier bleiben. Ich bin mir da unsicher. Wir müssen auf alle Fälle mal abchecken, was unser Tagebuch sagt. Also Zeit haben wir eigentlich. Wir müssen da trotzdem wieder zurückkommen. Zu unserem Haus. Und da werden wir, ich würde jetzt mal vermuten, bestimmt 2-3 Tage mittlerweile schon damit rechnen müssen, dass wir Sachen hin und her schleppen. Am Ende, also wenn wir dann unser Haus dort, wo wir die Sachen für die Katastrophe, für die nahenden Blizzard einlagern sollen, hinbringen. So, was gibt's hier noch? Nicht so wirklich viel. Dann würde ich sagen, brechen wir mal die Spinde auf und wir sehen mal nach, ob sich da noch was verbirgt, was wir benutzen können. Ja, Nähte sitzen immer gut. Jetzt, wo wir ja endlich die coolen Sachen haben, ne, ist das schon echt praktisch. Bin nochmal wieder gespannt, wie es dann am Ende auf YouTube wieder aussieht, ob das total dunkel ist. Muss ich glatt mal reingucken dann. Nehmen die Metallstadt jetzt einfach mal mit, den können wir ja oben lagern. Deshalb lasse ich den jetzt mal nicht hier. Looks like this has been here a while. Also hier unten sieht es auf alle Fälle schon mal ganz ordentlich aus. Ist vielleicht im Trockner auch noch irgendwie was Cooles? Getragene Jeans? Naja. Und abgenutzte Wollsocken. Super Sache. In der Waschmaschine? Nichts. Erste Hilfe. Kasten, ja. Vielleicht noch irgendwas Cooles? Nee. Gucken wir da noch. Noch ein Wettstein, das ist super. Also Wettsteine sollten wir mittlerweile mehr als genügend haben. Das wird also dann dafür sorgen, dass unser ganzes Zeug relativ lange haltbar ist. Also die Messer, die wir jetzt haben. Und natürlich die Äxte. Eine Werkbank haben wir auch hier. Eventuell schaffen wir es noch, da irgendwas zu basteln. Bin ich jetzt im Moment aber noch nicht so sicher. So, was könnte man noch machen? Hier sind wir eigentlich fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus, gehen wir wieder hoch. Und werden uns im Haus noch ein bisschen umsehen. Und dann ausleeren und vielleicht können wir irgendwas essen oder so. Irgendwie fehlt hier immer noch der Zugang zum Haus. Ja, ist ganz schön kalt. Ich werde allerdings den anderen Eingang nehmen. Nee, den auch nicht, sondern den mit Wintergarten. Eventuell liegt da noch was. Liegt auf alle Fälle etwas, aber es ist nur Metallschrott. Wir nehmen es einfach trotzdem mit und lagern es irgendwo in dem Haus. Na, ist hier noch ein Hund zu Hause? Nein. Auch kein Hundefutter. Hier hat es bereits 6 Grad. Das ist aber schön. Und es liegt leider nur Stoff hier. Noch keine Munition oder so. Das ist etwas schade. Und da sind wir nun angekommen im Haus. Ich würde sagen, wir lagern hier erstmal Sachen. Hier könnte man das so das ganze Holzzeug, was wir jetzt im Moment nicht brauchen, lagern. Oh, was haben wir denn? Da haben wir das. So. Sehr schön, die Zeitung nehmen wir gleich mal mit. Da liegt nochmal Streichhölzer und was ist denn hier? Noch ein Zunderbündel und hier ist nochmal Tannenholz. Das ist aber super. Wir nehmen das und klatschen das einfach auch mal hier mit hin. Wobei wir da auch noch gucken müssen. Also wir sollten da jetzt nicht so viel davon verbrauchen. Denn wir müssen das Zeug ja auch noch sammeln. Wir könnten eigentlich mal nachsehen, was fehlt uns eigentlich noch. Also, ne, wir brauchen noch mal ein bisschen mehr Tage zum Essen, das ist okay. Weichholz, Hartholz, da brauchen wir noch ein bisschen. Altholz brauchen wir noch mehr Stöcke, mehr
Zunder, das ist eigentlich so das geringste Problem. Verbände haben wir mittlerweile eigentlich auch. Streichhölzer sind wir voll. Ein Gewehr haben wir zusätzlich, ja. Genügend Patronen, glaube ich, dass wir mittlerweile auch haben. Das Trinkwasser können wir machen. Lampenöl. Ich denke, wir haben es mittlerweile komplett. Aber ich würde da jetzt nicht die Hand ins Feuer legen für. Wir sollten auf alle Fälle sehr, sehr vorsichtig umgehen mit unserem Öl. Denn das ist so der Knackpunkt noch. So, was haben wir da? Ja, die rote Zeitung. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an hier, die Schränke leer zu räumen. Must be prepared for anything. So. Dosenöffner, Hundefutter, da ist nichts drin. Hier jetzt auch nicht. Hm. Reiche Beute sieht, glaube ich, etwas anders aus. Ich hätte mir hier mehr erwartet von dem Haus. Oh, 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 oh. Das war doch sonst hier immer der Übershit und man hat super viel gefunden. Bin etwas enttäuscht. Na gut, dann checken wir mal noch das Gefrierfach. Kaninchen, sehr gut, das können wir dann garen. Und da ist gar nichts drin. Schlecht. Überaus schlecht. Hier haben wir noch Kamillentee, oder? Nee, Kräutertee. Ah, das ist ja das gleiche quasi. Ein Regal, das wir auseinandernehmen könnten. Ein Bad. Schauen wir doch mal. Nee, also ich denke, dass wir diese Herausforderung eigentlich bestehen sollten. Wir müssen es halt nur schaffen, bis dorthin auch noch zu leben, ne? Und das ganze Zeug darf uns nicht kaputt gehen. Sonst hätten wir ein Problem. Da ist nichts. Hier ist aber was. Nochmal eine Gewehrpatrone. Ist sehr gut. Nehmen wir einfach mal alles mit. Nochmal Zeitungspapier. Da ist jetzt nichts. Hier unten liegt jetzt auch nichts Spannendes rum. Und da liegt nur ein Sitzkissen drunter, okay. Juhu. Guck mal einer an. Noch mehr Holz. Nein. This pack is getting too heavy to carry. Glaube ich dir? Das glaube ich dir. So. Ich denke, wir sollten noch einfach mal anfangen, Sachen auszuleeren, oder? Dann den Rucksack noch und... Dann war es das, okay. Wir werden hier noch ein bisschen bleiben. Das kann ich soweit schon mal sagen. Das heißt, wir können hier eigentlich so ziemlich alles auslagern, was wir jetzt im Moment... sicher nicht brauchen werden. Brauchen wir alles nicht. Na, ich will vielleicht dann doch nochmal die Schuhe eventuell später reparieren. Da ist das auf alle Fälle schon mal nützlich. So, was haben wir da? Wir haben das noch immer, das... Ich glaube, ist wieder nicht nach dem Verfallsdatum. So. Jetzt. Mal das mal hier lassen... Machen wir halt auch nicht. Munition, ja. Wir sind jetzt gesichert, was die Munition angeht. Da haben wir nun mehr als genug. Das brauchen wir aktuell auch noch nicht. So. Das wird am Ende wirklich interessant mit dem Zurückschleppen der Sachen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Gab hier doch noch irgendwas Gutes. Ah ja, neuer dicker Wollpulli und das war der brauchbare dünne Wollpulli. Ich muss mal ganz kurz hier den Unterschied sehen. Moment. Gehen wir mal rein zur Kleidung ins Inventar. So, was ist jetzt der Unterschied? Der ist irgendwie jetzt nicht so krass. Dünn gestrickter und hier dicker, okay.
können wir den hier auch noch einlagern. Als nächstes. Dann noch das hier weg. So, das gefällt. Die ganzen Schmerzmittel werden wir wohl auch nicht brauchen, zumindest nicht im Moment. Können die auch weg? Haben wir hier noch was? Natürlich, jede Menge. Ach, ich habe ja hier das Holz mitgenommen, verdammt. Das lege ich dann noch zu dem anderen Zeug. Was wir hier aber definitiv nicht brauchen, ist zu viel Brandbeschleuniger. Und zu viel Streichhölzer. Und Feuerstein, da tut es auch erstmal einer. So, den Rest. Das nehmen wir noch auseinander und das hauen wir dann gleich mal vorne hin zum Feuer. Oder zu unserem Herd, was auch immer. So. Halt. Wieso? Ach, ich verstehe das immer nicht. Ich mache immer noch mit aus Versehen die eine Taste hier. Wo damals es möglich war, das Inventar zu öffnen. Reine Gewohnheitssache. Ist aber halt mittlerweile falsch, ne? So, jetzt haben wir hier das erledigt. Das durchsucht, da waren wir schon. Das haben wir auch durchsucht. Jetzt dann hier das Zimmer. Da könnten wir Glück haben, dass wir eventuell noch Munition finden. Noch eine einfache Wollmütze. Da unten liegt gar nichts. Jetzt auch nicht, das ist ja echt mies. Also Erfolg verwöhnt sind wir nicht. Oh doch, Gewehrmunition. Eine ganze Schachtel mit 5 Patronen, sehr, sehr geil. Also Munition haben wir mittlerweile mehr als genug. Das Buch nehme ich auch mal mit. Was ist das? Das ist nur ein Bild. Da steht noch Zeug. Noch mehr Bücher. Park is getting kind of heavy. Ach so, da haben wir schon geguckt. Ja, dann war's. Das ist jetzt schon fast. Da unten ist noch ein Erste-Hilfe-Set und dann der Schrank. Es will wohl nicht so klappen, was die Schuhe angeht. Oh, da ist nochmal Wasser. Gut, dann gucken wir mal oben, ob wir da etwas mehr Glück haben. Eine Daunenjacke, die kann man schön auseinandernehmen. Energieriegel. Oh, Orangenlimo. Ansonsten liegt da unten nichts, ne? Nee. Das war's. Da oben ist nichts. Schränken ist nichts. Da unten ist noch eine Lupe. Ich habe die Lupe, glaube ich, noch nie benutzt, um Feuer zu machen. Nie. Das müssen wir irgendwann mal testen. Einfach so just for fun. Der Rucksack ist auch noch leer. Lauter Crap. Also auch von den Verbänden her sind wir jetzt ziemlich gut ausgestattet im Moment. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz hier ins Inventar gucken. Was ist das eigentlich mit dieser Notfall-Ding? Steroidspritze für den Notfall. Bietet einen kurzzeitigen Energieschock, danach brichst du erschöpft zusammen. Nur als letzten Ausweg verwenden. Das klingt ja nicht gut. Ja, wollen wir das Toilettenwasser auch gleich mal ablassen? Ich denke, wir nehmen es einfach mal mit. So. Ein Plastikbehälter mit Metallschrott und noch mehr Handschuhen. Ich habe halt jetzt mittlerweile echt Angst. Ich meine, wir haben zwei Sachen gefunden, die nützlich sind.
Aber wenn uns die Kleidung halt kaputt geht, haben wir wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Problem. Und das geht einfacher, als man denkt. Uns muss ja bloß so ein Bär oder Wolf anfallen und dann kann das sein, dass der die Kleidung mal komplett kaputt macht. Und dann war's das, dann ist unser gutes Zeug quasi weg. Das ist besorgniserregend. Naja. Ja, auch nichts übersehen, ne? Nee. Nö, nö. Ja, ganz schön Unordnung. Ja, ja, jetzt entspann dich mal. Du bist doch hier in dem Haus. Du kannst alles gleich wieder ablegen. Wir tragen doch nur alles zusammen. Also es ist irgendwie nicht so toll, wie ich mir das jetzt erhofft hatte. Das enttäuscht mich ehrlich gesagt etwas. Machen. Gut, das war's jetzt erstmal. Wir bringen jetzt die nächsten Sachen auch noch runter in den Keller. Ins Erdgeschoss. Und dann gucken wir mal, was die Zeit noch so sagt, ob wir noch irgendwas anstellen können da draußen. So. Jetzt gucken wir erstmal zur Kleidung. Da haben wir jede Menge Shit, den wir nicht brauchen. Also fleißig alles einlagern. Und siehe da, schon schleppen wir deutlich weniger mit uns rum. Essen machen wir hier nicht rein, aber hier haben wir doch noch was gefunden. Genau, so ein Gewehrputzset, das brauchen wir aktuell nicht. Den Rest würde ich jetzt schon mal gerne noch mitnehmen. Das brauchen wir auch nicht. You know that guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right about now. Okay, sie hat wohl Durst. Werden wir uns gleich drum kümmern. Mit da noch was, das nehmen wir dann auseinander noch. Dann lassen wir das mal drin. Ja gut. So, wie geht es uns? Es geht uns sehr schlecht. Wir sind sehr hungrig und haben auch noch jede Menge Durst. Dann würde ich sagen, gucken wir nach. Was verfällt bald, was werden wir gleich essen? Ja. Wieder jede Menge Crap. Aber das passt jetzt erstmal. Süffeln wir mal alles weg und essen es weg. Das ist natürlich auch immer sehr vertrauenserweckend, wenn dann da steht schimmeliger irgendwas. Okay. Okay, okay. Das Problem ist jetzt mal gelöst. Mit eigentlich geguckt? Ja, die Schublade haben wir abgecheckt. Da haben wir noch nicht drin. Dann nehmen wir gleich mal alles mit und dann können wir das in der Küche lagern. Und wir müssen uns dann echt später, wenn wir zurücklaufen, Gedanken machen, was wir wirklich mitnehmen wollen. Das wird nicht so einfach. Weil wir jetzt jede Menge cooles Zeug haben. Na komm. Hier müssen wir auch noch was loswerden. Ich denke, es reicht, wenn wir 2,5 Liter mit uns rumtragen. Das können wir hier eigentlich auch noch reinhauen. Den Kaffee werden wir im Moment auch nicht brauchen. Okay. Das Zeug haben wir aber noch. Das hauen wir dann hier mit. Oder den Kamin, wie lange? Noch weniger als 1 Stunde Tageslicht übrig. Ich glaube, wir gehen aber nochmal raus. Ja. Läuft.
Ich bin mir nämlich gerade nicht mehr sicher. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir da hinten waren. Nein. Ein Köder abliegen, sowas wollen wir nicht. Das Kaninchen wollen wir noch essen. Nee, nee, ich wollte mir hier das Haus nochmal ansehen. Eventuell liegt hier noch irgendwas rum. Scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Gut, dann waren wir da wahrscheinlich schon. Dann gehen wir noch einmal rum ums Silo. Eventuell liegt da noch was. Kommt man da eigentlich mittlerweile rein? Nein. Das wär's doch. Ich glaube, da werden alle Hungersorgen erstmal gelöst. Wenn das so ein Getreidesilo wäre, ja. Könnten wir uns easy peasy Brot machen oder so. Gut. Da draußen ist jetzt erstmal nichts zu finden. Dann gehen wir rein und hoch. Jetzt wird es aber langsam verdammt düster hier. Nehmen wir gleich mal hier das erste Bett. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.